Hallo und herzlich willkommen bei Ancestors The Humankind Odyssey. So, und zwar folgendes ist passiert. Ihr habt es ja mitbekommen, dass ich letzte Folge meinen Stamm weiterentwickelt habe. Das war durchaus dumm. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, also ich habe es jetzt rausgefunden, dass das nicht so klug war. Es ist natürlich einem freigestellt, das auch zu tun, also den Stamm weiterzuentwickeln. Ich finde es im Nachhinein aber nicht so klug. Und deswegen habe ich gesagt, hey, bevor wir jetzt einfach so da weitermachen, machen wir es doch einfach so, dass wir jetzt einfach nochmal neu anfangen. Weil jetzt sind wir erst zwei Folgen drinne und haben noch nicht so viel entdeckt. Von daher lasst uns ein bisschen, ne? Aber du kannst es nicht selber lernen. Okay. So, ich habe schon einiges rausgefunden. Ich werde euch natürlich gleich mein Wissen mitteilen. Und ja, wir werden gemeinsam so ein bisschen, ja, ne, da durchkommen. Ja, auch dass das Spiel immer abstürzt, ist jetzt auch nicht mehr so. Und von daher, es läuft. Ich hoffe halt nur noch, dass man vom Ton her mich gut versteht. Weil ich auch alles geupdatet habe. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das Mikrofon nicht mehr so ausschlägt. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Und da sind wir zu Hause. Hallo Leute, ich habe was zu essen mitgebracht. Guck mal. Yay. Hallo, hallo. Ja, ich freue mich auch. Mama ist gestürzt. Ja. Ach ja. So. Ganz ehrlich, also ich muss auch sagen, die Aufmachung vom Spiel und wie umfangreich alles ist, ich finde es einfach Hammer. Ja, da haben sie ein bisschen getrauert. Nicht? Okay, so. Das nächste ist auch, dass ich so ein bisschen diese Quest vernachlässigt habe. Ich meine, klar, es ist keine feste Quest, der ich folgen muss. Das weiß ich auch. Hier ist ja eh alles, was man macht, ist einem selbst überlassen. Aber es ist halt trotzdem es ist besser, wenn man es halt trotzdem macht. So, das wollte ich sagen. Okay. Huch, ich wollte dich eigentlich analysieren. Okay, du bist weiblich, du bist Single und du bist fruchtbar. Genau so mag ich das. Ach nee, warte. Entschuldigung. Komm mit, Kind. Wir analysieren jetzt alles. Ja, das wird jetzt ein bisschen viel analysieren. Die nächste Zeit. Und ich kann euch auch gleich schon mal einen Tipp geben. Also so generell. Wenn man Q drückt, kann man sich immer hinstellen. Damit die sich schon mal daran gewöhnen, dass sie auf zwei Beinen laufen. Kann man das halt immer mal machen. Und man sollte halt alles Geruchssinn, Kucksinn, also am besten alles mal leveln, ne? Gut, ich kenne die Sachen noch nicht. Das heißt, ich muss sie analysieren. Und das werden wir jetzt auch fleißig tun. So, gucke mal, da sind Bärchen. Ja, die sind lecker. Hm? Oh, ja. Mm. Oh, ja. Lecker. Jetzt iss mal die Wunderbeere. Wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie an einem Ast 50 davon alle immer irgendwie unreif sind. Was echt nicht hilfreich ist. Und im Gegenteil zum nächsten werden wir viel länger hier bleiben. Ja. So.
Und nicht, also ich, ganz ehrlich, ich habe ja dann noch weiter gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir am Ende auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich halt einfach wirklich dauerhaft irgendwie Probleme hatte. Ich meine, klar, es hat aber halt auch so seine Vorteile. Aber ich habe doch sehr viele Probleme bekommen. Und ich habe in meinem anderen Spielstand, habe ich das hier durchgezogen und habe hier halt weitergemacht. Und habe dann einfach gesehen, was für Quests oder was für Aufträge man halt noch so bekommt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das war doof. So. Und von daher, jetzt machen wir es besser, nicht? So, perfekt. Ab ins neuronale Netz. Sehr schön. So. Da sind die ersten verkümmerten Bildnisse meiner selbst. Zwei Festigungen haben wir. Wir werden natürlich mehr Festigungen machen. Nicht? So. Okay. Wieder was gelernt. Bilder ein paar. Du warst ja vergeben. Und du da hinten. Hallo. Na, hübscher? Ja, das ist auch noch sowas, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, wie man flirtet. Hallo, na? Oh. Du bist auch ein paar. Hm. Okay, das ist ärgerlich. Du warst... Nee, bei dir weiß ich gar nicht. Du bist ja neu dazu. Also, wie du? Du bist Single. Und auch noch männlich. Ja, was für ein Zufall. Würde ich sagen. Wenn ich an Zufälle glauben würde. Aber ich glaube, die haben dich extra hier. Geh mal runter. Die Mama hat ein bisschen was, oder die Tante hat ein bisschen was zu tun. Guck jetzt mal kurz weg. Oh, hallo, ja? Oh. Du hast einen hübschen Rücken. Ah. Was? Der ist doch Single. Wieso setzt sich da jetzt ein anderer Affe hin? What the? Was? Okay. Nein. Achso, der folgt mir ja. Ja, okay, alles gut. Ich bin... Oh Gott. Ich bin auch ein bisschen verstrahlt, ne? Ein bisschen verstrahlt bin ich. Habe ich nämlich gerade gesagt, er soll mir folgen? Oder habe ich mit ihm getauscht? Ja, ich habe jetzt viel mehr Ahnung. Man merkt es schon, oder? Folge mir bitte. So. Folge mir bitte nicht mehr. So. Da bin ich wieder. Hi, na? Du hübscher, du. Genau so wollte ich das haben. Okay, gedrückt halten. Zack. Yay. Kommunikation, genauso. Gedrückt halten, zack. Bäm, jetzt läuft's hier. Ne? Zack. Uiuiui, hallo. Identifiziere die Wasseroase. So. Da habe ich auch, ist ehrlich gesagt ein paar Zufall. habe ich das entdeckt, es zu entdecken. Ja, unser neues Zuhause. Oh, gucke da. Wie wunderbar. Nicht? Ja, wunderschön. Wunderschön. Party, nicht? Oh, gucke, da. Roter Strahl vom Himmel. Da.
Es riecht komisch. Entschuldigung. So. Untersuche einen Meteoriten. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich Das ist tatsächlich der Grund, warum ich nochmal neu angefangen habe. Dieser Meteorit. Denn. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es selbst gesehen. Es ist halt einfach schade. Also es wäre schade gewesen, wenn wir diesen Augenblick verpasst hätten. Wisst ihr, was ich meine? Von daher. So, du bist mein, ne? Hast du mit Tu ein Paar gebildet? Okay. So, dann lege ich mich ganz laziv hier hin. Hi, na? Was hältst du, na? Schakalaka. Schakashakauka. Komm her. Und jetzt. Mach die Augen zu. Ich meine, ich finde es gut, dass da keine Animation kommt, wie bei den Sims, dass unter die Blätter springen. Und Dinge passieren. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Hatten wir schon die Baby-Animation? Ja, ja, ich glaube. Oh, mein heutiges Baby ist geboren worden. Ja, gucke. Das ist unsers. Ja, ich bin mir sicher. Natürlich bist du der Vater. Du bist der Einzige, dem ich beigelegen habe. Gucke, wenn du das Kind analysierst, dann siehst du, es ist unsers. So. Wir werden gleich eins hinterher machen. Also es ist so, dass eine erwachsene Frau kann zwei Kinder bekommen. Das heißt, es ist, also, so hart das klingt, aber die weiblichen Affen sind damit halt entbehrlicher. Weil wenn sie zwei Kinder bekommen haben, können sie hops gehen. Das ist dann so. Und umso mehr Geburten man hat, umso mehr dieser Festigungen hat man. Also diese Festigungspunkte. So. Zack, zack, zack. Uiuiui. Da, Festigung 4, weil wir einfach 4 Kinder haben. Davor hatten wir 2, weil 2 Kinder. So, dann geht's schon los. Die ersten neuronalen Netze werden gebildet. Wir werden gebildet. So, sehr schön. Das sind ja auch, glaube ich, die festen, ne? Okay, wir können jetzt die Kleen. Die Kleen. Wer kennt's nicht? Die Kleen-Mitglieder. Die Kleen-Mitglieder jetzt rufen. Das tun wir auch gleich mal. Nein, nein, nein. Ich will alle. So, bitte versammelt euch. Hallo. Bitte versammeln. Ich muss mit euch reden. Da ist ein Meteorit erschienen. Okay? Es ist ganz wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Hört ihr mir zu? Gut. Also, die Frauen und die Alten, die entbehrlich sind, die gehen jetzt los. Sobald die Frauen alle weg sind, können die Männer immer noch... Gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist. Ob Männer es tatsächlich dann... So. Ach, ich muss mit denen spazieren gehen, damit irgendwas passiert. Naja, okay, gut, komm. Also, kommt alle mit. Ich möchte euch was zeigen, Leute. Seid ihr alle dabei? Sehr schön. Wir gehen die Welt ein bisschen erkunden, aber wir gehen jetzt nicht zum Meteoriten. Also noch nicht. Ich meine, wir könnten es machen. Das ist auch noch so, das habe ich noch nicht mitbekommen, wie ich da reinkomme in diese komischen Büsche. Genau. Oh, ich vergesse immer das hinstellen. So. Schön siehst du aus, wenn du stehst. Und ich vergesse, ich muss hier... Ups. Bei mir geht es mittlerweile ein bisschen schneller mit dem Erforschen. Dauert halt nicht mehr 50.000 Jahre. Na ah, gut, das ist alles noch in Fragezeichen. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen... genau, Leute.
Don't you know, pump it up, you got to stand up. Seht ihr? Und dann essen. Lecker. Wundervoll. Ja, jetzt gehen sie gleich wie die Tiere los, deswegen was beiseite legen für später. So, dann nehmen wir uns einen Obsidianesteine. Dann schnappen wir uns eine Steine. Natürlich inspizieren. Ja, er guckt alle zu. Wir inspizieren das. Stein. Oh, Stein. Gucke. Stein. Oh, Stein. Gut, freuen uns alle. Entschuldigung. Aber es ist halt so, ne? Also ich lerne noch dazu. Ja, also ich habe das Spiel noch nicht gemeistert. Es sind halt einfach nur einige Sachen, die mir so aufgefallen sind, beziehungsweise nicht aufgefallen sind, sondern die ich gelernt habe. So. Oh, gucke, habe ich einen Stein kaputt gemacht. Ich bin so stark. Gleich mal ins Fitnesscenter gehen, würde ich sagen, oder? Leute, was sagt ihr? Ja, die freuen sich alle. Super. Okay. Das schmeißen wir hier hin. Das schmeißen wir hier hin. Da kommen wir später noch zu. So, das kennen wir. Wir haben ja jetzt alle Kinder dabei, ne? Das heißt, es gibt Punkte. Oh, unbekannt. Müssen wir gleich mal gucken. Ach so, seht ihr? Das können wir ja auch noch machen. Zack. Und puck. Ah, das war jetzt zu harsch. Zu harsch war das. Das war nicht gut. Zack. Pam. Look at my, ja. Das. Oh. Ja, gucke. Ist ein Stückchen. So, wir können mal gucken, ob das mit dem Stein irgendwie synergiert. Synergiert, wow. Auf jeden Fall. Ne? Nee. Also ich habe mich tatsächlich auch schon überlegt, ob es vielleicht irgendwie so Feuersteinmäßig irgendwie, aber es müsste dann irgendwas auftauchen. Also da kommt ja immer dieser Bildschirm, wo man dann halt wieder loslassen muss. Und das kommt hier halt nicht. So. Genau. Vielleicht damit? Mit dem Obsidian? Ja, okay, auch nicht. Okay. So, dann, Leute, passt auf. Passt auf. So, haben wir einen Stock. Guckt euch alle an. Das ist ein Stock. Seht ihr das? Das ist ein Stock. Also ich meine damit nicht euch, ich meine hier damit meine Affenbrüder und Schwestern. Denn ich muss sie lehren. Ich bin ihre Lehrerin. Ja, ja, ich weiß. Ja, es freuen sich alle, dass ich einen Zweig. Ja, ja. Ich weiß. Ich bin einfach der Hammer. Okay, so, und jetzt passt auf, was ich mit dem Stock machen kann. Zack. Und. Wusch. Bam. Und jetzt schaut ihn euch jetzt an. Seid ihr ganz ergriffen, ja? Entschuldigung. So. Und da ist er. Ja, ich habe einen Stock gemacht. Richtig. Feiert mich. Ich habe einen Stock gefunden und hergestellt. Kann ich da... Das habe ich auch, glaub ich, mal versucht. Das hat auch nicht funktioniert. Ich habe nämlich irgendwie versucht, Feuer zu machen. Aber ich glaube, dafür brauche ich dann vielleicht noch andere Fertigkeiten, dass ich Sachen in zwei Hände nehmen kann. Glaube ich. So, gib mir mal bitte einen Stein. Danke, Opa. So, gut. Dann geht das nächste. Zack. Ah, ich habe mal hier ein bisschen Schiss, weil es halt wirklich ganz knapp ist zwischen, ich mache den Stock kaputt und ich, mach einen Speer. Oh, jetzt habe ich euch schon gespoilert. Ja, ich mache einen Speer. Ja, machst du feini, feini. Und alle schön zucken, ne? Schade, dass man denen nicht irgendwie auch Sachen in die Hand nehmen kann. Wow.
und denen das so beibringen kann und sagen kann, hier, mach das mal bitte genauso, wie ich das gemacht habe. Mach mir einfach nach. Du musst nichts tun, einfach nur das tun, was ich getan habe. Und dann ist alles gut. Es wird alles gut. Ich verspreche dir. So. Und dann können wir nämlich hier hingehen. Zack. Was ist das? Da schwimmt was. Gucke. Da schwimmt was. Das riecht nach meiner Frau. Entschuldigung. So, dann machen wir den hier. Zack. Und schaut's euch an. Ja. Guckt euch an. Guckt es euch an. Ist das nicht wunderschön? So. Ups. So war das alles nicht gewollt. Genau. Und dann Hand wechseln. Und dann machen wir wieder verändern. Und dann machen wir wieder den hier. Ach, ups. So. Zack, und dann haben wir den Fisch. Und dann gucken wir uns dieses wunderschöne Wesen an. Und probieren es einmal. Weil so lernen wir dazu. Ja. Ja, oh, lecker. Barsch. Ist Barsch. Und? Und? Was sagst du? Ja, dann ist mehr davon. Schmeckt? Ehrlich? Normalerweise kommt doch die Meldung. Okay. Ah, genau das. Genau das kommt normalerweise. So, dann haben wir hier hinten noch die Pölzchen. Die haben wir ja auch schon gefunden. So, nun ist mal in die andere Hand. Die Musik wird auch ein bisschen unangenehmer. Hast du einfach dein Speer weggeschmissen? Nur um den Stein zu behalten? Dein Ernst. Leute, ich habe Pilze gefunden. Richtig geiler Effekt so. So. Dann habe ich auch schon angefangen zu probieren, ob ich all diese Sachen, die ich hier so habe, malen kann. Oh, hast du jetzt keinen Pilz mitgenommen? Ich habe noch safe alle Pilze weggegessen. So wie ich die kenne. Ah, natürlich haben sie das. Natürlich haben sie das. Okay. Ja, ja. Okay. Da. Ich habe welche. Hehehe. Versteckt habe ich sie für euch. Versteckt. So. Okay, die Pilze heilen tatsächlich Vergiftung. Also diese Beeren da, die sind Vergiftung. Sind aber trotzdem sehr schwer verdaulich. Also wir können die nicht verdauen. Und deswegen macht er so... Macht den... So, wir wechseln die Hand. Wir nehmen den Stein. Also wie gesagt, ich habe halt jetzt angefangen, irgendwie versuchen, alles zu malen. Ah, das sieht nicht richtig aus. Das sieht nicht so aus, als sollte es so sein. Nö. Schade. Okay. So. Dann gibt es noch eine tolle Sache, die zum Beispiel auch bei Schlangengift hilft. Ja, musst du mir jetzt folgen. Aber man könnte irgendwie auch am Baum schütteln. Oder es kommt halt später noch, dass ich das kann. Gut. Ich kann den Baum, nicht fallen lassen. Hm. Okay, 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 okay. So. Ups. Okay. Die Kokosnüsse sind eine Trink- sowie eine Essquelle. Beim Trinken sind sie sogar, glaube ich... Nee, nicht glaube ich. Beim Trinken sind sie sogar Gift entfernend Dingsbums. So, schau dir mal die Kokosnuss an. Ja, findest du schick? Findest du toll? Ich weiß. Ich hätte ja gerne einen, eine Pina Colada, bitte. Kommt sofort. Okay. So. Ich müsste eigentlich auch mit dem Obsidianstein gehen. Weil Stein ist Stein. Nice. Und zack. Und offen. Oder? Einmal noch. Okay. Nice. So. Dann guck dir das an. Und? Und? Gut.
Ja, findest du toll? Das ist schön, das freut mich. Das freut mich. Solltest du jetzt nicht unbedingt wegschmeißen? Solltest du eigentlich den das wegschmeißen? Okay, dann trinken wir das Ganze. Und dann zeige ich euch, wie man es jetzt auch noch essen kann. Ah, das Spiel ist halt auch so umfangreich. Nein, Lex, wieder zurück. Huch. Ich muss halt auch jetzt lernen, warum immer ein bisschen zu warten, bis es Ding macht. Daran merkt dann halt alle einfach, dass man es richtig macht, wenn es Ding macht. So. Guckst du dir an? Ja. Oh, toll. Ja. Ja, Wein. Ja, ist lecker. Hm. So. Und das ist dann auch nochmal Nahrung. So, Kinder, habt ihr das gesehen? Also, das Kinderwassergefühl. Ist halt gefährlich, ne? Aber, ich meine, wenn er sie erst mag. So, und da sieht man auch diese Giftzähne. Die heißen, dass es Gift heilt. Und deswegen würde ich euch auch raten, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Einige Humanoide, die möchten, die haben halt Durst oder sind vergiftet. Und je nachdem muss man denen halt immer das bringen, was sie brauchen. Entweder essen oder trinken, ne? Und ich würde euch halt raten, eine Kokosnuss dann immer mitzunehmen. Um, ja, oder auch euch selbst zu heilen. Ah, du gehörst auch zu uns. Okay. So, dann haben wir... Genau, also ihr seht ja schon, so rein theoretisch, ich könnte jetzt noch mehr Kokosnüsse essen. Und dann wäre ich tatsächlich... ich hätte viel mehr Antigift. Ja, ist halt komisch zu erklären. So, und diese Dinger, ich hatte ja am Anfang gedacht, damit bricht man sich irgendwie die Knochen. Nein, ganz im Gegenteil, durch das Essen der Halme ist es genau das Gegenteil. Man stärkt seine Knochen, so dass Knochenbrüche nicht so schlimm sind. Ja, ich bin vielleicht das ein oder andere Mal beim Üben, wie ich so über die Sachen komme, ist es vielleicht vorgekommen, dass ich das ein oder andere Mal auch runtergefallen bin, mir alles gebrochen habe. Ja. So. Okay, und während ihr hier noch zuschaut, Leute, gehen wir weiter. Denn. Ja, was ruft? Da oben. Ist der größte Schatz der Welt versteckt? Nein. Aber ein Schatz. So. Ja, man muss halt auch immer vorsichtig sein, aber ich hab... Also ich glaube, wenn ich in dem anderen Spielstand hier nichts hatte... Das ist halt zum Beispiel das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Hier kann ich zum Beispiel erkunden, ohne dass ich gleich drauf gehe. Wobei, da liegt eine Leiche. Hm. Ah, wird schon alles gut gehen. Ja, das habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich da diese Gebüsche mit den Dornen, wie ich das da genau mache. Weil da halt immer so ein Fragezeichen ist. Zack. Da muss ich noch auch noch identifizieren. Aber da hoch wollen wir. Zack, zack, zack. Da ist nämlich was sehr, sehr Wundervolles. Was gar nicht so verkehrt ist, später mitzunehmen. So, hallo. Hey. Und zwar... Seht ihr das? Das ist ja ein schickes Steinchen, nicht? Oh yeah, es ist ein Edelstein. Wow. Edelschein. Und durch den Edelschein, hahaha, nein, durch den Edelstein haben wir einfach viel weniger Angst vor den Erkundungen, die noch so vor uns stehen. Ich habe übrigens nicht rausbekommen, wie ich den Honig rausbekomme. Also ich werde das bestimmt noch rausbekommen, weil so schnell werde ich jetzt auch nicht wieder... nicht? Müssen wir mal ein paar Gerüche wahrnehmen. Okay, das sind Beeren.
Es ist halt auch mal ganz wichtig, dass man die verschiedenen Sachen wahrnimmt. Also Gerüche und Hören und. Also es muss alles mal wahrgenommen werden. Ansonsten levelt man es halt einfach nicht. Und ja. Okay. So, dann haben wir hier, genau, Handwechsel. Und nochmal ein neuer Stein. Da weiß ich noch nicht genau, wo der Unterschied ist. Aber es wirkt für mich, als wäre Basalt, Obsidian einfach das gleiche. Ich weiß es halt nicht. Ich will mich da jetzt ja auch nicht drum festlegen. Wie gesagt. So. Geräuschemäßig? Ne, das ist nicht geräuschemäßig. Das ist geräuschemäßig. Okay. Gut, ich habe aber auch nicht so eine hohe Reichweite. Ja, die meisten Tiere sind ja ein bisschen... Ja, das funktioniert nicht. So nicht. So nicht. Achso. Ja? Und jetzt? Sanft? 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 Okay. Okay, das funktioniert nicht. Also es ist nicht wie Basalt. Weil ihr werdet das gleich sehen. Aus Basalt können wir nämlich da was machen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Okay, Entschuldigung. Okay. Wir klettern hier runter. Das hat sich irgendwie angehört, als wären da Fliegen. Grüßt euch. Habt ihr jetzt die ganze Zeit hier gesessen und auf mich gewartet? Hätte ich schön gefunden. Achso, da vorne war ja Basalt. Ich habe einen Edelstein gefunden. Toll. Ja, findet ihr auch? Ich bin euer Chef. Grüßt euch. Jo, mit erhobenen Hauptes. So, ihr merkt schon, dieses ständige Aufstehen. Es trägt schon Früchte. So. Ja, ich weiß halt immer noch nicht, was das ist, ne? Ach stimmt, trinken müssen wir ja noch. Trinken müssen wir ja noch. So. Okay, wir schmeißen das hier hin und heben das hier wieder auf. Und wir müssen auch noch schlafen. Achso, wo hast du den Edelstein hin? Sag mir nicht. Ach. Du bist halt echt zu nichts zu gebrauchen, ne? Okay, das machen wir gleich nach dem Schlafen. Aber ich will die Nacht halt ein bisschen so überspringen. Ja, was heißt überspringen? So, Expedition beenden. Habt ihr? Na, okay, nein. Gut, dann, hat immer noch nicht gezählt. Weiß nicht, muss vielleicht ein bisschen länger die Expedition gehen. Weil normalerweise kommt da noch so eine Sequenz, nachdem man die beendet. So, was haben wir? Objektmanipulation. Da werden wir auf jeden Fall mehr reingehen. Denn hier die Sinne. So. Zack. Und hier das ist die räumliche Wahrnehmung. Das heißt, es ist erweitert. Wir gehen aber hier in die Richtung, weil wir wollen ja erstmal, dass unser Körper motorischer wird. So. Jetzt kann ich im Laufen Sachen hin und her traden. Das hier finde ich auch ganz sinnvoll. Also generell ist alles, was man erlernen kann, sinnvoll. Elemente in weiter Entfernung. Also das heißt, wir können halt andere noch entdecken. Ja, Handhabung immer wichtig. Ich bin halt auch überlegen, ob ich Kinder mitnehmen soll. Ja, ich glaube, ich nehme ein Kind oder so mit. Einfach nur, damit ich überhaupt was lerne auf dem Weg. Bei den Erkundungen. Oder ich nehme einfach das ganze Dorf mit. Na, sehr nice. Also diese räumliche Wahrnehmung ist auch sehr schön, weil man alles drumherum noch erkunden kann. Und dadurch bekommt man halt auch mehr hier von dem, ne? Nicht? So. So, wir könnten jetzt zum Beispiel eine Generation weiterspringen. Wir könnten das jetzt alles festigen und eine Generation weiterspringen. Wieder Kinder bekommen. Ich glaube, das wäre auch ganz schlau. Weil dann bleibt uns das alles, was wir gelernt haben, erhalten. Und noch viel mehr. Weil ja unsere Kinder noch einzelne Sachen haben. Und das ist halt die Frage.
Weil, also Generation ist nochmal was ganz anderes, ne? Als, wir hätten dann halt viele Greise und die ganzen Kinder, die wären halt wieder zeugungsfähig. Das wären halt wiederum, glaube ich, vier Kinder. Naja, klar, jedes Paar kann zwei Stück bekommen. Wir haben vier. So. Gut, Leute. Dann entdecken wir mal das Wasser, würde ich sagen. Und gucken uns mal um, wo ich meinen Edelstein gelassen habe. Ja. Inspizieren. Ja, es ist Trinkwasser. Genau. Oh, ich sehe schon. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächste Folge holen wir uns gleich noch ein bisschen was Wärmendes. Ich habe da nämlich was gesehen. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.